Willkommen zurück zu Uncharted 2. Wir haben letztes Mal leider mit ansehen müssen, wie unser guter Kumpel Schäfer hier verstorben ist. Er war es, der die Expedition aufgehalten hat, die an den Stein kommen wollten. Und ja, deswegen war er ein ziemlich großer Mann. Und wir müssen jetzt Lazarevich daran hindern, dass er diesen Stein bekommt. Denn wir wissen, wer diesen Stein bekommt, der ist verdammt mächtig. Und ich sehe etwas, nämlich einen Schatz, den ich zuvor nicht bemerkt hatte. Wo fällt der denn hin? Im Moment noch nirgends. Das heißt, eventuell kann man den auch so aufheben. Ah, okay. On the fly quasi. Kann ich da rüber springen oder sollte ich doch lieber in die andere Richtung schwingen? Kann ich überhaupt in die andere Richtung schwingen? Ich glaube nicht. Nee. Okay, dann sollten wir das machen. Oder auch nicht. Hätte ich in eine andere Richtung schwingen können, hätte ich mich in eine andere Richtung geschwungen. Ah, jetzt geht's. Sauber. Ach, und hier gibt's auch wenigstens Rillen, wo ich mich festhalten kann. Sehr schön. Es war nämlich von Anfang an ersichtlich, dass man hier rausgehen muss. Okay, da ist der Turm. Die haben mich noch nicht entdeckt. Ach komm, die schalte ich schnell aus. War noch nur zu zweit. Das heißt, es gibt jetzt keine riesen Kettenreaktion mit tausenden Leuten. Wahrscheinlich geht es auch hier weiter direkt. Ich hätte die Gegner, glaube ich, auch umgehen können. Moment. Gibt es da unten was? Ja, womöglich geht es hier weiter. Geschafft. Ja, das sieht gut aus. Da geht's nicht weiter. Mach's gut, Kollege. Ja, aber hier drin geht's eigentlich auch nicht weiter. Ach, Moment, hier an der Wand. Sehr schön, kann man hochklettern. Und hier kann ich wahrscheinlich rüberspringen, falls es nicht klappt. Es war nicht der riskanteste Sprung von Drake. Ich wollte mich nochmal absichern. Nicht, dass alle denken, ich sei ein absoluter Noob. Was wahrscheinlich jeder trotzdem denkt. Verdammt, worauf schießen Sie? Stellung halten! Oh, ich glaube, ich weiß schon was. Auf jeden Fall schieße ich auf die eher. Wir hatten vorhin ein Tierknurren gehört. Wow, jetzt mal mit der Ruhe, Mann. Von wo schießt der denn überhaupt? Mistkerl. Auf was auch immer die schießen, die sind nicht so schlimm wie die Kerle hier. Oh Mann. Das sind drei Leute gewesen. Drei Leute. Verdammt, worauf schießen sie? Stellung halten! Da haben wir die. Ah, die hauen aber ab.
Ja, die anderen sind nicht so nett. Wobei, die Tiere waren es auch nicht. Insofern ein gleicher Kampf. Ich muss irgendwie an eine Panzerfaust oder einen Granatwerfer kommen, damit ich die Typ mit der Schrotflinte ausschalten kann. Kommt doch her! Das wäre perfekt jetzt. Da ist einer mit einem Granatwerfer. Schnell rüber nochmal. Hier in Deckung gehen und jetzt kurz taktieren. Einen Schuss mit der Magnum. Sehr schön. Der droppt Munition. Sauber. Zwei mit zwei Schüssen. Ich hab das nochmal. Hoffentlich. Ach, kommt. Gib mir doch wenigstens die Chance, hier aufzustehen. Augen offen halten. Nee, ich schmeiß die Granate noch nicht. Wäre schon cool gewesen, wenn ich jetzt den Granatwerfer hätte. Habe ich aber nicht. Puh, der hat daneben geschossen. Nochmal. Aber werfen kann er ganz okay. Okay, da sind wieder die Typen mit ihren Schrotflinten. Jetzt sind die aber nicht nur mit Schrotflinten ausgerüstet. Wenn ich das richtig sehe. Ach, herrje. Aber ich kann in den Nahkampf gehen gegen die. Das wusste ich gar nicht. Okay. Springt er hoch? Der wartet erstmal. Und gleich wieder zurück in die Deckung. Ja, kommt näher. Sehr gut. Mann, das Ding hat ja ein Schnellfeuer, ey. Oh nein. Gar nicht gut. Was du kannst, können wir schon lange. Und zwar besser. War's das jetzt? Das scheint's gewesen zu sein. Puh. Ich dachte, eventuell würde es hier weitergehen, aber nein, da hinten. Da geht's die Action ab. Ich weiß nicht, ist der Granatwerfer jetzt die beste Waffe? Ich nehme ihn auf jeden Fall mal in die Hand. Ich hätte gerne eine Zweitwaffe. Mit 11 Schuss ist das aber auch nicht so schlecht. Ach, der hatte sogar einen Raketenwerfer. Heißt, er hatte sogar noch einen kleinen Vorteil. Er muss einfach nur direkt zielen. Und nicht noch die Flugroute berechnen. Die Ballistik. Hier kann ich nicht weiter, oder? Moment, hier könnte ich mich doch theoretisch fallen lassen. Ich möchte aber nicht riskieren, dass ich dann nicht wieder sterbe und dass es sich dann wieder ein bisschen in die Länge zieht. Ich weiß nicht, wo der letzte Checkpoint ist. Na, beeil dich. Sehr gut. Kann ich mich hier fallen lassen? Ja, ohne Sorge.
Ihr könnt den nächsten Kampf geben. Ja, das sieht so aus. Schaut mal da unten. Zwei mit dicken MGs. Okay, das ist die beste Waffenauswahl, die ich haben konnte. Das ging schnell. Oh nein. Und jetzt kommen wieder welche nach. Aber jetzt habe ich keine Munition mehr. Ach herrje. Das kann ja schief gehen. Das kann nur schief gehen. Das ist zum Scheitern verurteilt. Da muss auch irgendwo Munition rumliegen. Ihr könnt mich doch nicht komplett ohne Munition ins Rennen hier schicken. Ja, sehr gut. Von hinten überwältigt. So ein Teil habe ich gebraucht. Oh Mann, da ist wieder einer mit seinem Laservisier. Wir wissen, das heißt nichts Gutes, aber wir haben ihn ausgeschaltet. Hier war doch noch jemand. Mit einem Raketenwerfer. Nö, Gatling Gun gewinnt gegen Raketenwerfer. Das weiß man. Ach, wir hätten uns hier auch einfach rumschleichen können und hätten eventuell von hier oben die Gatling nehmen können. 7 Schuss für unsere Magnum. Ich hätte zwar gern die M4 wieder dabei. Aber natürlich haben wir keine, leider, weil wir keine Munition haben. Würde jetzt nicht so viel bringen, glaube ich, mit 30 Schuss. Ach, hier kann man sich generell oben entlang hangeln. Also ein recht doch gut aufgebautes Areal, wie ich finde. Und hier geht's vielleicht weiter. Ja, hier geht's wohl weiter. Nee, den Tipp werde ich erstmal nicht annehmen. Oder vielleicht doch. Klettern Sie zum offenen Fenster. War da ein offenes Fenster? Ich muss mal schauen. Ach, da oben. Ah, okay. Wie komme ich denn zum offenen Fenster? Wahrscheinlich auf der anderen Seite. Hier möchte er nicht mal auf die Trümmer klettern. Geschafft. Nee, eigentlich gar nichts geschafft, Nate. Moment. Wie komme ich denn da hoch? Ich muss da oben hin, auf jeden Fall. Nein, 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 nein. Okay, Moment. Nichts passiert. Es kostet uns nur so einen ganz kleinen Moment. Es geht sofort weiter. Ich glaube, hier kann ich gleich rüberspringen, wenn ich hier weiter hochklettere. Hätte ich dann nicht direkt zum offenen Fenster gehen können und damit die Auseinandersetzung vermeiden können? Okay, ich kann dann nicht direkt hoch. Ich bin gerade ein bisschen ratlos. Vielleicht hier links rüber. Ja, das weiß ich, Leute. Ich müsste nur ungefähr wissen, wie. Ja, okay, das war nicht so gut. Das hat beim ersten Mal gut geklappt. Ach, wartet mal. An den schneemarkierten Rändern kann man doch nicht hochklettern. Vielleicht hier ganz hinten.
Ach, Moment. Da sind rote Backsteine. Jetzt dürfte ich ans Ziel ankommen. Hier die Treppe nehmen und wir sind beim offenen Fenster. Das heißt theoretisch... Ach komm! Mann, ey, was machst du? Ja, wir hätten eigentlich den Sprung schaffen müssen. Aber Nate sagt nö. Ja, wir hätten theoretisch echt den Kampf auch skippen können. Aber es hat natürlich Spaß gemacht. Vor allem am Anfang mit dem Granatwerfer dagegen die Gatling-Tubis. Da fühlt man sich auch mal endlich erhaben und ein bisschen mächtiger als die Gegner. So lange, bis die Munition ausgeht. Und dann denkt man sich, verdammt, was habe ich hier gemacht? Okay. Ja, sehr gut. Da oben ist ein Schatz. Nate, hier geht irgendwas Seltsames vor. Hier sind irgendwelche Tiere? Ja, vor denen hätte ich dich vielleicht warnen sollen. Mich warnen? Du wusstest von diesen Viechern? Wann wolltest du mir das sagen? Komm ihnen einfach nicht in die Quere, okay? Okay, gegen diese Viecher könnte die Schrotflinte ganz hilfreich sein. Wir erinnern uns noch an... Das war knapp... An Uncharted 1, als wir wieder so seltsame Tiere hatten. Wir mussten da im Lauf schießen. Den Hinweis gab es vorhin schon. Das haben wir auch, glaube ich, in der Höhle ganz gut erledigt, als wir nach der Expedition gesucht haben. Sie brauchen Verstärkung! Schickt Verstärkung! Ruhig, Nate. Ruhig. Verdammt! Sie sind alle tot! Diese Dinger haben sie zerfetzt! Sie sind allein. Gefällt mir. Endlich. Der Turm. Moment. Da kommt man nochmal links aufs Dach. Vielleicht ist da was. Ein Schatz. Ja, oder auch nicht. Macht lediglich so eine etwas seltsame Bewegung, der Nate. Na gut, dann gehen wir so weiter. Wenn das Spiel das so will, dann machen wir das auch. Ich hab deine Entschuldigungen satt. Hör zu, ich brauche einfach noch ein bisschen Zeit. Du hattest wirklich genug Zeit. Ich habe... euch den Dolch besorgt. Also, wo ist das Tor nach Shambhala? Warte, Zoran, wir wissen... Ich lass mir durch deine Unfähigkeit nicht die Tür vermasseln, ist das klar? Die Antwort ist irgendwo in diesem Raum. Wir müssen sie bloß finden. Und Drake ist hier immer auf den Fersen. Sieht aus, als hätte ich auf den falschen Mann gesetzt. So ein Arschloch. Ich versuche mal, ihn zu beruhigen. Bleib du hier. Vielleicht findest du was raus. Okay. Denk nach, Chloe, denk nach. Das gehört mir. Nate? Verschwinde Gib hier. Mir den Dolch. Sie werden gleich Joey, wiederkommen. Zwing mich nicht, dir weh zu tun. Und was soll ich sagen, wo der Dolch ist?
Dir fällt schon was ein. Das tut's doch immer. Tu mir einen Gefallen. Mach dieses Arschloch fertig. Okay. Wonach suche ich? Ich verstehe immer noch nicht, was die Motivation von Chloe ist. Sekunde, das kommt mir bekannt vor. Okay. Irgendein Turm mit einem umgekehrten Herzen aus... What the hell? Okay, ganz komisch. Ich glaube, ich habe hier tatsächlich auch damals beim Playthrough einmal mir einfach irgendwo einen Tipp rausgesucht, weil ich hier nicht weiter wusste. Ich schau nochmal. Tibetan Inscription. Same sort of warning. Moment, da ist so ein komischer Schädel mit zwei Hörnern. Was ist denn das? Keins von alledem. Kann ich hier auf irgendetwas... Also ich kann nirgends hochklettern. Hat bestimmt was mit den Schnitzereien zu tun. Ja, okay, das ist mir schon bewusst, Nate. Die Frage ist nur, was... Kann ich nicht hier hochklettern? Kann ich die bewegen. Ach, Moment. Ah. Okay. Ganz kurz. Ich finde, das gibt jetzt nicht so viel Auskunft. Insofern muss ich hier schauen, dass ich möglichst die anderen Sachen richtig deute. Ach, herrje. Was zur Hölle? Moment. Ah, das ist am falschen Platz. Verdammt. Gut, dass er das direkt dazu sagt. Ich verstehe es nicht so recht. Also das ist vielleicht so ein Rätsel, bei dem man... Ihr könnt ja mal sagen, wie man auf die Lösung kommt. Ich mache es jetzt einfach mal so lange, bis es richtig ist. Ist das jetzt der richtige Ort? Denn ich habe wirklich gar keine Ahnung, wie ich das überhaupt deuten soll, wonach ich das überhaupt deuten soll. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt schon recht habe mit diesen letzten zweien, aber ich glaube, erst wenn er sagt, das ist richtig, dann ist es richtig. Was jetzt? Die Katze mit dem Ding. Warum denn? Ich weiß es nicht. Der Drache könnte die Kugel haben, könnte aber genauso gut zum Phönix gehören. Ich tippe mal auf den Phönix. Oder auf den Drachen. Wäre meine zweite Wahl gewesen. Also durch Trial and Error kriegt man das auf jeden Fall auch hin. Wo ist Sully, wenn man ihn braucht? Ja, sehr gut. Soll der das tragen, oder wie? Warum auch immer, ich krieg's gerade richtig hin. Das sind zumindest meine Vermutungen gewesen, dass es so sein müsste. Und bis jetzt habe ich in zwei Fällen recht gehabt. Also okay, beim Drachen habe ich gesagt, ach Moment, ich glaube, ich weiß, woran das liegt. Der Stiel ist grün. Von dem einen Ding. Also hier, der hat so einen gelben Böppel drauf. Nee, das Ding hat gar keinen. Okay, daran liegt es wahrscheinlich nicht. Komisch. Erkennt man das irgendwo im Bild auch wieder? Nein.
sollte gehen. Oh nein. Noch mehr? Okay, und was jetzt? Okay, die Symbole kenne ich schon. Na, ich nicht. Ganz kurz, was für Symbole denn? Oh mein Gott. Ganz kurz, vielleicht das Symbol des Drachens? Ach nee, Moment. Jetzt, bei dem Dings weiß ich das. Es dürfte also... Moment, nee, doch nicht. Ich hätte eventuell gedacht, dass es diese Tibeten-Inscription ist. Aber hier gibt es keine Dinger, die wie eine 5 aussehen, oder? Vor allem, das sind, glaube ich, nur 3 Symbole gewesen. Ach, herrje. Das kann nochmal dauern. Ist hier vielleicht irgendwas aufgemalt, was mir hilft? Ich weiß es nicht. Also... Boah. Schwierig, schwierig, schwierig. Wie gesagt, falls einer von euch die Lösung kennt... wie man darauf kommt, dann gerne in die Comments damit. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie man das löst. An dieser Stelle wäre ich als Schatzsucher gescheitert. Dann wird man irgendwo mein Skelett hier finden. Es gibt noch nicht mal einen Hinweis, dass er sagt, okay, so ist es richtig, so ist es richtig. Ich kann auch nicht groß umblättern, oder? Ach doch, jetzt schon. Ah, okay, ich dachte, ich könnte einfach mit dem Touchpad umblättern. Okay, dann könnte das etwas einfacher jetzt werden. Vielleicht. Das deutsche Ahnenerbe. Zu jedem gehört eine Farbe, wie bei den Wesen. Ganz kurz. Hatte ich das mit den Farben nicht auch kurz erwähnt? Okay, also wenn man umblättern kann, das ist ja verhältnismäßig vielleicht doch einfach. Hier, der gelbe Böbbel, der geht zu dem Phönix oder was auch immer das ist. Stimmt das? Ach, die stehen für Elemente. Der wahrscheinlich für Wind. Der wahrscheinlich für Erde. Der für Feuer, also der Drache auf jeden Fall für Feuer. Feuer, rot. Ne, das ist grün. Aber Moment, rot, da kriegt man... Ach Moment, die Form, die Form. Feuer. Hä? Feuer müsste dreieckig sein, das heißt, er steht eigentlich für irgendwas anderes. Das steht für Feuer. Der Drache hat den Kreis. Kreis steht für Wasser. Es könnte auch ein Unterwassermonster sein. Der Kelch steht für Luft. Und das Ding hier für Erde. Und die Symbole können wir jetzt auch nochmal richtig deuten. Grün. Also bei Luft müssen wir dieses komische A haben. Du warst Luft. Warum auch immer die Katze Luft sein mag. Ich glaube, das A hatten wir da schon. Das A. Das müsste es sein. Also ich wusste am Anfang nicht, dass man umblättern kann, deswegen. Ah, okay. Jetzt sieht man es hier auch. Associated with air. Oh Mann, das ist ja super easy. Das ist super, super easy. Okay, also ihr seht... Wenn man mal ein bisschen umblättert, dann ist es sehr einfach. Ich dachte echt, dass man auf dem Touchpad einfach hin und her streichen muss. Ich dachte, dass die das so umgesetzt haben. Das Buch haben wir auch verdammt lange nicht benutzt. So, Earth. Ganz kurz. Oder nee, Moment. Was war der Drache? Der Drache war... So, jetzt richtig umblättern. Der Drache war Wasser.
Und Wasser war das A mit diesem komischen Akzent obendrauf. Das hier. Dann haben wir den Devourer. Das ist Feuer. Und Feuer ist dieses komische Symbol, was ich nicht zu interpretieren mag. Sieht ein bisschen aus wie ein umgedrehtes M. So ein bisschen, ja. Mit so einem M mit so einem komischen Fortsatz. Und hier haben wir... Was haben wir hier? Ich glaube, das dürfte jetzt Earth sein. Und da haben wir... Moment, nee. Viereck ist... Doch, Earth. Das ist dieses komische... Andere komische. Voila! Super easy. Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal schauen wir einfach, was sich dahinter verbirgt. Das war eine sehr coole Folge und das Rätsel lässt sich doch lösen, wenn man das Tagebuch richtig bedienen kann. Komisch, wenn das Tagebuch kryptischer ist für einen selbst als das Rätsel. Ja, beim nächsten Mal machen wir dann weiter. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Haut rein!